Ich würde jetzt einfach zwei Fragerunden hier am Podium machen und dann irgendwie die Möglichkeit bieten, irgendwie ans Publikum Fragen zu stellen. Einerseits zum Vortrag jetzt, zum Großartigen und auch zu allen möglichen Fragen, die sonst irgendwie gestellt werden wollen. Und würde nochmals irgendwie ein bisschen zurückblicken, und zwar auf den Paragraphen 278a, wo es eigentlich seit Beginn des Prozesses oder eigentlich seit der U-Haft schon immer wieder geheißen hat, der muss reformiert werden, der kann nicht so sein. Jetzt ist eigentlich fast schon überraschend kurz vorm Sommer noch irgendwie dieser Paragraph reformiert worden. Und würde dich gern bitten, lieber Albert Steinhauser, dass du uns darauf antwortest, wie das war im Parlament, wie es da noch dazu zustande kam, so kurzfristig, und was genau verändert worden ist und was für Bedeutung das hat. Danke. Ich glaube, der Blick zurück ist eh gut, weil wenn man jetzt den Vortrag hört, dann ist man irgendwie ratlos und unglücklich. Ich erinnere aber, wir waren auch vor 5 Jahren zunächst einmal ratlos und unglücklich, und am Ende ist nicht nur Gott sei Dank der Freispruch gestanden, sondern steht tatsächlich, hoffentlich, wir können nachher auch darüber kurz reden, die Entschärfung des 278a, also einerseits Mut aus dem gemeinsamen Erfolg, plus wie tickt Österreich? Also ich finde, das ist so anschaulich wie nichts anderes, ja, wie es in Österreich zu Änderungen kommt. Ich mache es ganz kurz. Vor 5 Jahren, U-Haft, da haben wir den ersten Antrag auf Änderung eingebracht. Die Zivilgesellschaft auf der Straße hat demonstriert. Die Medien haben durchaus kritisch den 278a aufgegriffen. Bei der Nötigung war es meiner Meinung nach eine Spur schwierig. Auch darüber könnte man kurz reden, warum das so ist. Das haben schon manche aufgegriffen, aber 278a war von den Journalistinnen und Journalisten doch deutlich kritischer beurteilt, oder die Anklage nach 278a. Wie war aber die jüngere Entwicklung? Es hat dann diese Evaluierung gegeben des Justizministeriums. Die hat man ergebnisoffen sozusagen in Auftrag gegeben, und dann kam ein Evaluierungsbericht, der verschiedene Änderungsvorschläge vorgeschlagen hat, aber tatsächlich gesagt hat, es muss Änderungen geben. Das war natürlich schon ein Schub auch für uns. Und das ist dann signalisiert worden, dass auch die Änderungen, die vorgeschlagen worden sind, in der Evaluierung umgesetzt werden. So, dann ist aber nichts passiert. Plötzlich hat es geheißen, es kann erst dann eine Änderung stattfinden, wenn es ein Urteil zweiter Instanz gibt. Dieses angesprochene OLG-Urteil. Da bin ich schon hellhörig geworden. Warum? Weil dieses OLG-Urteil hatte nichts mit dem Paragraphen 278a mehr zu tun, weil ihr ja wisst, nach 278a wurden die Betroffenen rechtskräftig freigesprochen. Das heißt, irgendwie ein Zusammenhang, also weder, dass man Erkenntnisse gewinnen kann, noch dass man sozusagen nicht in ein laufendes Verfahren das Gesetz ändern will, war nicht gegeben. Da bin ich erstmals, wie gesagt, hellhörig geworden und war mir nicht mehr sicher, ob die Zusage noch hält. Dann kam das OLG-Urteil, günstigerweise, auch wenn es sozusagen vom Ergebnis ungünstig war, aber für die Reformdebatte wichtig, noch vor dem Sommer. Dann hat es plötzlich geheißen, Rechtskraft. So, dann haben wir gesagt, also so geht's nicht. Es waren ja alle Zitate am Tisch, es hat sogar ein Schreiben der Justizministerin gegeben, dass sie das ändern will, das haben wir alles vorgelesen. Und dann hat sich sukzessive in der Debatte herausgestellt, dass der österreichische Bauernbund auf der Bremse steht. Wie ist das sozusagen herausgekommen? Der Justizsprecher der ÖVP, ein, muss ich durchaus zugestehen, liberalerer Mensch, hat irgendwann einmal es nicht mehr ertragen, scheinbar, dass er da den Schädel hinhalten muss, und gesagt, ich würde eh gern, aber es gibt so interne Widerstände. Und auf die Nachfrage, wo die Widerstände sind, hat er dann gesagt, na, beim Bauernbund. Also, ich finde, das zeigt viel über die österreichische Realverfassung, dass nämlich der Bauernbund offensichtlich das Recht hat, Strafrechtsgesetze zu blockieren. Also ich finde, das sagt alles, wie in Österreich Gesetze zustande. Ich verstehe, auch wenn es uns nicht immer gefällt, wenn der Bauernbund zu irgendwelchen Agrarfragen Stellung nimmt, aber okay, das ist sozusagen halt, da ist er Lobbyist. Ja. Aber dass er Strafgesetze blockieren kann in der Republik, war einzigartig. Das haben wir ausdiskutiert, ausgestritten, und dann haben wir ganz kurz vorher noch auf Initiative von Greenpeace eine Pressekonferenz gemacht, quer über die Parteien SPÖ, Grüne, Greenpeace, überlege gerade, es waren noch ein, zwei Initiativen dabei, und dann plötzlich, nachdem es im Justizausschuss gescheitert ist,
wollte der Bauernbund nicht mehr verantwortlich dafür sein, dass die Strafrechtsgesetzänderung blockiert wird, und plötzlich hat der Bauernbund behauptet, er hat eh nichts dagegen. Ja? Also das, dann ist die Blockade ins Rutschen gekommen, und siehe da, obwohl im Ausschuss die Änderung abgelehnt wurde, hat es dann im Parlament im Plenum plötzlich Einigkeit darüber gegeben, dass es zu einer Änderung des Paragraphen 278a kommen soll. Die Änderung ist eigentlich genau die, die wir mehr oder weniger vor 5 Jahren leichten Änderungen vorgeschlagen haben. Dieser Teil erheblicher Einfluss auf Politik wird gestrichen. Das war die gefährliche Einladung, NGOs über den 278a zu kriminalisieren. Ich hoffe, dass die Streichung dieses Halbsatzes tatsächlich reicht. Aber vor der Reform ist nach der Reform. Deutschland war ja schon für den 278a Vorbild. Offensichtlich hat man den Nötigungsparagrafen entdeckt und versucht, das Match über diesen Paragraphen zu spielen. Der Bauernbund hat immer betont, ja, er sieht schon ein, dass vielleicht der 278a nicht angemessen ist, aber es kann ja nicht sein, dass alles geht. Und das ist leider offensichtlich ein bisschen der Wahrheitsbeweis, dass wenn der Bauernbund das sagt, also dass dann nicht nur die Strafgesetzgebung stillsteht, sondern offensichtlich auch tatsächlich noch was geht. So, das alles soll uns aber nicht blockieren, sondern eher Mut machen. Jetzt werden wir den gleichen Druck bei der Nötigung machen müssen. Und ich bin überzeugt, dass wir viele Verbündete haben, weil wir werden der Gewerkschaft erklären müssen, dass sie, wenn sie streiken, zukünftig Gefahr laufen in einer harten Auseinandersetzung. Jetzt ist wieder alles so sozialpartnerschaftlich, aber wenn wir zurückdenken an Schwarz-Blau, da waren härtere Auseinandersetzungen angesagt. Dann werden wir der Gewerkschaft erklären müssen, dass auch sie einmal, wenn die Zeiten nur nicht einmal sich wahnsinnig ändern, sondern wenn halt einmal eine andere Partei in der Regierung ist, das mit der Gewerkschaft nicht gut meint, dann Gewerkschaftsmitglieder und Gewerkschaftsaktivistinnen betroffen sein können. Oder Menschenrechtsaktivistinnen, das Ganze kann man sich in Sportartikelherstellung auch vorstellen. Kauft es nicht Sportartikel, die mit Kinderarbeit hergestellt sind. Ne? Ist austauschbar. Also es ist nicht nur die Tierschützerinnen, sondern breiter. Und daher glaube ich, ein Fakt, ist die Zivilgesellschaft sozusagen gefährdet, kriminalisiert zu werden? Ja. Und daher werden wir das Gleiche machen müssen, was wir im 278a gemacht haben, gemeinsam für eine Änderung eintreten. Und hoffentlich alle Verfahren gewinnen. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Ich habe auf Initiative eines sehr engagierten Bürgers eine Anfrage gestellt zu dieser Paragraphenfamilie, das wird Sie auch interessieren, 278a b. Ja? Ich wollte wissen, wie oft wird nach diesem Paragraphen ermittelt und wie oft wird angeklagt. Das muss man sich vorstellen, in den letzten 10 Jahren ist nach krimineller Vereinigung, krimineller Organisation, terroristischer Vereinigung und dann gibt es noch Terrorismusfinanzierung, so kleinere Paragraphen, in den letzten 10 Jahren 10.283 Mal ermittelt worden. 10.382 Mal. Also, das muss man sich mal vorstellen, Organisationsdelikte. Und jetzt kommt aber die zweite Zahl. Eingestellt wurde in 7.151 aller Fälle. 70%. Jetzt könnte man sagen, gut, dass eingestellt worden ist, ist auch richtig, aber was sagt uns das? Das sagt uns nichts anderes, als dass die Polizei teilweise und oft gedeckt von der Justiz, einmal grundsätzlich Organisationsdelikte annimmt, um einmal zu ermitteln. Genau wie im Tierschützerverfahren. Man hat eine Gruppe und man hat irgendwo Delikte und man weiß nicht, wer wie wo was. Und der konstruiert man eine terroristische oder eine kriminelle Organisation. Das heißt, 70% aller Verfahren sind eingestellt worden. Und jetzt muss man sich vorstellen, insgesamt hat es in diesem Verfahren 26.174 Grundrechtseingriffe gegeben. Also das ist ein justizpolitischer Skandal sondergleichen. Danke für den Beitrag. Wir haben jetzt das Problem, 278a ist reformiert worden, alle sind freigesprochen worden und jetzt kam das OLG-Urteil im Mai 2013, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt meine Frage, was ist der aktuelle Stand jetzt zum OLG-Urteil? Was ist bis jetzt passiert seit Mai? Naja, der aktuelle Stand ist, bitte warten. So wie das ausschaut, hat das Erstgericht noch nicht einmal einen vollständigen Akt, der sehr umfangreich ist. Und es ist davon auszugehen, dass irgendwann im Frühjahr verhandelt wird. Und
Es sollte so sein, dass die Betroffenen und die Verteidiger 6 bis 8 Wochen vorher informiert werden. Das ist sozusagen der derzeitige Stand, ist bitte warten. Ich würde aber schon gern eines zum OLG-Urteil sagen. Oder ich denke mir, dieses Urteil ist erstens einmal, um da anzuschließen, ein eindeutiger Fall für die Zivilgesellschaft. Und um ebenso anzuschließen, nach der Reform ist vor der Reform, würde jetzt einmal kämpferisch sagen, nach dem Freispruch ist vor dem Freispruch. Das Urteil des Oberlandesgerichts Wien ist eine kassatorische Entscheidung, sprich, man hat den erstgerichtlichen Freispruch in Teilen aufgehoben, primär aber, weil gewisse Feststellungsmängel gefunden wurden. Es gibt rechtliche Ausführungen, aber sozusagen aus rechtlichen Gründen allein wurde es nicht gehoben. In Österreich gibt es auch kein Case Law in dem Sinne, dass eine Entscheidung jetzt verbindlich für andere Gerichte ist. In der Praxis hält sich natürlich im Regelfall eine Erstrichterin oder Erstrichter an Entscheidungen höherer Instanzen, einfach häufig aus Arbeitsersparnisgründen, weil das sonst bekämpft wird und aufgehoben wird. Aber formelle Bindungswirkung gibt es im engen Rahmen. Man könnte sogar in diesem Fall diskutieren, inwieweit die rechtliche Beurteilung da überhaupt für das Erstgericht verbindlich ist, weil bei einer kassatorischen aufhebenden Entscheidung gibt es auch OGA-Judikatur dazu, dass nur die Gründe, die zur Aufhebung führen, für das Erstgericht verbindlich sind. Also darüber kann man noch lang diskutieren. Und ich denke mir, diese Verbindung Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und Oberlandesgericht Wien, um jetzt das jetzt nicht irgendwie als Wunsch zu formulieren oder als Hoffnung zu formulieren, es gibt den einen Fall, der recht durch die Medien gegeistert ist, im Zuge von der Sicherstellung von Sendematerial Schauplatzgericht. Da hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt das angeordnet, das Oberlandesgericht Wien hat da überhaupt keine Bedenken gesehen und der oberste Gerichtshof hat das aufgehoben im Zuge einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes und hat sehr wohl einen Eingriff in die Meinungsfreiheit gesehen. Also das Oberlandesgericht-Urteil ist ein Zwischenschritt in diesem Verfahren. Ich hätte mir einen anderen gewünscht, aber das letzte Wort ist meines Erachtens noch lange nicht gesprochen. Es gibt viel Raum für Diskussionen. Ich bin schon gespannt, wie das Erstgericht mit der neuen Situation der Verfassungsbestimmung, dass sich die Republik Österreich, wo das Oberlandesgericht dann das ein bisschen so als vage ansieht, die Republik Österreich bekennt sich im Verfassungsrang mittlerweile sehr vage zum Tierschutz. Ich bin schon gespannt, wie man das, dieser Senat des Oberlandesgerichts Wien sieht, falls wieder dort landet. Ich hoffe nicht. Also ich denke mir, der Kampf geht in gewisser Weise weiter und ich möchte, dass das so ist, dass nach dem Freispruch vor dem Freispruch ist. Und es war ursprünglich auch so bei 278a, das hat zu Beginn des Verfahrens auch nicht wirklich rosig ausgeschaut. Also wir sind ziemlich mit dem Rücken an der Wand gestanden und was ich hoffe, dass im zweiten Verfahrensgang auch wieder eine Rolle spielt, ist, dass sich die Zivilgesellschaft zu Wort meldet, weil das durchaus auch einen Einfluss hat oder haben kann. Danke.
meine Frage jetzt an dich, Martin, wäre, wir hatten jetzt den 278a, also den Tierschutzprozess, der schon einen starken Einfluss, glaube ich, auf die Tierschutzszene hatte, einfach von der Arbeit her, weil es ein irrsinniger Zeitaufwand war, diesen Prozess überhaupt durchzustehen. Und jetzt das OLG-Urteil, was für einen Einfluss hat das auf die Arbeit von euch? Beziehungsweise, wie siehst du das irgendwie, was ist überhaupt noch möglich? Verändert ihr eure Arbeit? Kann man irgendwie, muss man was anderes machen jetzt anhand dieses Urteils? Naja, also dieses Urteil ist auf jeden Fall, wenn man es wörtlich oder ernst nimmt, dramatisch, weil es praktisch jede Kampagne, die wir führen, eins zu eins betrifft. Ich meine, wir haben hier gehört, es betrifft ja fast jede Beziehung und jedes persönliche zivilrechtliche Verhältnis ja schon, weil man immer in einem, gewisse Dinge nur tut, wenn gewisse Dinge erfüllt sind, das ist einfach ganz normal, aber in der Zivilgesellschaft und in dem NGO-Bereich lebt man davon, also das ist eine Existenzberechtigung, in die Gesellschaft einzugreifen und sie zu einem tierschutzfreundlicherem oder tierfreundlicherem, umweltfreundlicherem, menschenrechtsfreundlicherem Geschehen zu bringen. Und das macht man immer mit öffentlichem Druck. Es gibt kein anderes Mittel. Und dieses Mittel des öffentlichen Drucks soll uns jetzt mit diesem OLG-Urteil aus der Hand geschlagen werden. Man sieht auf jeden Fall die politische Dimension an vielen Aspekten dieses Urteils. Und der auffälligste für mich ist, dass die Polizei ja in diesen Jahren der Ermittlung, ich erinnere, dass das im Oktober 2006 begonnen hat und im Mai 2011 zum Freispruch kam, dazwischen viele Jahre SOKO-Überwachung und Grundrechtseingriffe, wie wir gehört haben, auch eben nach § 278a. Und da kam es zu wahnsinnig vielen solchen Kampagnen, die eins zu eins auf diesen Vorwurf passen. Da wurde gegen AIDA demonstriert, bis sie endlich aufgehört haben, Legebatterie-Eier zu verkaufen, und sie haben. Da wurde gegen Oelz protestiert, Bäckerei, bis sie mit den Legebatterie-Eiern aufhören. Da wurde gegen Recheis demonstriert, bis dort keine Legebatterie-Eier mehr für die Nudeln verwendet wurden, dasselbe bei Wolfnudeln. Da wurde gegen Hotel Sacher demonstriert, also ohne Ende, gegen jede einzelne Supermarktkette, auch wegen den Legebatterie-Eiern. Da gab es einen großen Aktionstag gegen Hofer mit 50 Demos österreichweit gleichzeitig, um Hofer durch öffentlichen Druck dazu zu bringen, aus dem Handel von Legebatterie-Eiern auszusteigen. Und es gab natürlich zahlreiche Kampagnen gegen alle möglichen Produkte dieser Art, angefangen von Lebendhummerverkauf bis zu Gänsestopfleber und auch Pelz, Tierpelz. Das sind, also wörtlich zu nehmen, 100 Kampagnen. Die sind in diesen Akten der Sonderkommission aufgearbeitet. Da steht genau, es wurde ja die gesamte interne Kommunikation auch aufgenommen, da steht genau, wer mit wem was bespricht. Da steht, ja, wir wollen den öffentlichen Druck machen. Ja, wir sammeln jetzt Foto und Beweismaterial, woher die ihre Eier beziehen. Ja, wir werden die Öffentlichkeit über genau diese Legebatterien aufklären. Das waren alles genau solche Kampagnen. Interessant ist, dass die Staatsanwaltschaft all diese Ermittlungen eingestellt hat, was Nötigung betrifft. Ausnahmslos. Also zu diesem Zeitpunkt. Ist angezeigt worden von wem damals? Von den Betroffenen? Nie von den Betroffenen. Der Staatsanwalt hat wegen Nötigung ermittelt, also gegen mich ja auch. Das wurde jedenfalls eingestellt. Aber jedenfalls die Betriebe haben das nicht angezeigt, weil das ist auffällig. Also auch Kleiderbauer hat ja eigentlich nie wegen Nötigung angezeigt. Also es wurde ja auch im Prozess gefragt und es wurde auch erwähnt als ein Argument, warum es eben keine Nötigung ist, weil der sich nicht mal genötigt fühlt, auch diese Bäckereien nicht, die Konditoreien nicht, die Nudelhersteller nicht. Also das von diesen Personen ist jedenfalls nicht das Gefühl ausgegangen, das wäre eine Nötigung. Aber es sind jedenfalls zahlreiche solcher Kampagnen detailliert aufgearbeitet in diesen Akten und alle ausnahmslos eingestellt. Da hat man eben noch an 278a sich festgehalten und wollte das Ganze als eine kriminelle Organisation irgendwie öffentlich machen, und das ist eben komplett gescheitert, und jetzt greift man nach diesem Strohhalm und interpretiert diesen Paragraph 105 oder 106 neu, dass es plötzlich zur Nötigung wird,
wenn man eben solchen öffentlichen Druck produziert. Dass das andere Bereiche der Zivilgesellschaft betrifft, sieht man, wenn man sich nur ein bisschen so umschaut, was für Kampagnen laufen, also natürlich im Tierschutz sowieso, aber auch Greenpeace mit ihrer Kampagne gegen Shell ist genauso. Da wird eben kritisiert, dass Shell in der Arktis Öl bohrt und dadurch also eine Umweltgefährdung produziert und man protestiert, man macht Öffentlichkeitsaktionen, man hat auch so einen Demonstrationskit, der verschickt wird, man macht Stunts, Medienstunts, Öffentlichkeitsarbeit, um offensichtlich Shell davon abzuhalten. Nicht? Dasselbe könnte man natürlich beim Österreichischen Gewerkschaftsbund sagen. Es gab in letzter Zeit eine Reihe von, also drei solche Vorfälle, die mir bekannt sind, wo eben ein gewisser Arbeitskampf stattgefunden hat und ein Druck ausgeübt wurde. Und sei es nur durch Androhung eines Streiks. Es wäre ja auch eine Nötigung. Bei Fürnkranz, der hier angeklagt ist als Nötigung, gab es ja auch nie eine einzige Demo, sondern es haben 6 E-Mails ausgereicht, zu dieser Anklage zu führen. Also wenn man das ernst nimmt, dann ist unsere gesamte Arbeit strafwürdig oder strafbar und dann ist es die Arbeit anderer NGOs und der gesamten Zivilgesellschaft. Und dann müsste man unseren Verein auflösen, weil wir offensichtlich darauf ausgerichtet sind, dauernd solche Straftaten zu begehen, mittels öffentlichem Druck in die Wirtschaft einzugreifen oder auch auf die Politik Einfluss zu nehmen. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Kampagne mit den Kassenständen. Da haben wir sehr wohl und ganz deutlich und öffentlich gesagt, wenn die ÖVP da jetzt nicht einlenkt, dann werden wir das ganz klar bekannt machen und deutlich machen und öffentlich machen bei der nächsten Wahl. Wir werden sagen, wer die wählt, wählt Tierquälerei, wählt Tierfabriken, wählt Schweinefabriken. Das ist genauso eine Nötigung, eben wenn man sagt, es ist ein Vermögensschaden, wenn man sie nicht mehr wählt. Also in diesem Sinne ist man einfach vollkommen in die Hände gebunden. Und insofern ist das eine tatsächlich sehr, sehr ernsthafte Bedrohung. Und zeigt sich übrigens auch ganz deutlich in unserer Selbstanzeigenaktion. Es wurde ja uns empfohlen, das eher nicht zu tun, weil Selbstanzeigenaktionen immer in die Hose gehen könnten. Jetzt haben wir über 3000 Menschen, die sich selbst angezeigt haben, und zwar nicht einfach nur, indem sie so bla bla sagen, ja, ich würde das auch so machen, sondern sie haben ein E-Mail an die Firma Eibel unterschrieben, in der steht, wenn sie nicht mit dem Pelz aufhören, dann machen wir Demonstrationen und dann machen wir so eine Kampagne. Und das haben eben 3000 Menschen unterschrieben, die, selbst wenn sie nicht Sprecher oder Sprecherin eines Vereins sind, dann doch als 3000 Personen, die bereit sind zu demonstrieren, ein gewaltiges Drohpotenzial entwickeln. Keine einzige dieser Selbstanzeigen ist bis jetzt eingestellt. Es wird offensichtlich ermittelt. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Es gibt sozusagen die These, man müsste ein neues Gericht bauen, damit man diese Leute alle unterbringt. Man kann natürlich auch Fußballstadien rekrutieren. Aber wenn man dieses OLG-Urteil ernst nimmt, dann wird es wohl einige Prozesse geben, die auf uns zukommen. Oder man macht es natürlich politisch und pickt sich die heraus, die einem am meisten auf die Nerven gehen. Dann ist allerdings fraglich, ob das nicht verfassungswidrig ist. Ich würde gerade gleich auf das anschließen, was gesagt worden ist. Und zwar würde ich eingehen auf diese ganzen Anzeigen, die es gab, gegen andere NGOs und andere Gruppen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die alle fallen gelassen worden in der Zwischenzeit schon von der Staatsanwaltschaft? Nein? Groß. Nicht, dass ich wüsste. Es okay. Ist WWF und Greenpeace eingestellt, aber der Rest, bei den Resten nicht. Okay. Ist das so bei diesem Prozess oder bei dieser Nötigung, dass das einfach ganz klar gegen Tierschutzorganisationen gerichtet ist und dass es dort ausprobiert wird? Oder kann das genauso jetzt eben auch zum Greifen kommen bei Gewerkschaften? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dazu oder dass es genauso Umweltschutzorganisationen trifft? Die zwei Fragen muss man auseinanderhalten. Ist es geeignet, dazu diese gegen die in Stellung gebracht zu werden, wenn man denn will? Und das ist es allerdings unter einer Voraussetzung, man muss ja präzise bleiben, es geht nicht um Demonstrationen als solche, sondern es geht immer nur um Demonstrationen, die zugleich mit der Forderung, das mit der Demonstration verfolgte Ziel selbst zu erfüllen, verknüpft sind. Also es gehört immer bei der Nötigung immer diese zwei
Geschichten dazu, aber in diesen Fällen, in denen NGOs oder politische Organisationen oder wer auch immer zugleich fordert, dass die Ziele erfüllt werden und nicht nur sagt, wir demonstrieren gegen die Ziele, da ist dieser Zusammenhang gegeben, wenn denn ein Vermögensschaden droht. Also das ist sozusagen auch das wieder abhängig, also bei Kampagnen, die Geschäfte treffen, ist es immer so, im politischen Zusammenhang, ich habe das so ein bisschen ironisiert, aber wenn man die Kriterien des Oberlandesgerichts ernst nehmen würde, dann wäre das sehr schnell gegeben, nämlich jeder, der in einer Position sich befindet, die er infolgedessen verlieren kann oder die gefährdet ist, wenn die Demonstrationen oder Aktionen erfolgen, in diesen Fällen gibt es das. Also mit den zwei Relativierungen, ja, droht die Gefahr, wenn man der Rechtsprechung so folgt. De facto droht die Gefahr natürlich nur bestimmten Leuten, nämlich die man ganz gerne von der Bildfläche verschwinden lassen will. Und das ist genau jener gleichheitswidrige Zugang. Also de facto würde es ja nicht nur NGOs treffen, sondern de facto trifft es ja große Teile der allgemeinen politischen Tätigkeit auch oben. Es wird ja oben ständig genötigt. Also was glauben Sie, wie das da zugeht, wenn jemand sagt, wenn du dich jetzt nicht fügst, dann kommst du auf einen Listenplatz weiter unten. Da sind wir relativ sicher, dass das dauernd passiert. Naja, das ist danach strafbar. Also man muss gucken, klar, generalisieren, es trifft auch NGOs unter zwei Voraussetzungen. Es hat finanzielle Einbußen zur Folge und wenn sich das realisieren würde, das Angedrohte. Und es wird verknüpft mit einer Forderung, mit einer konkreten. Und das Zweite ist eben, es müsste noch viel mehr generalisiert werden. Jetzt würde ich doch gerne einen Blick in die Zukunft, vor allem weil irgendwie gesagt worden ist, irgendwie, wir stehen jetzt wieder bei dem Punkt, dass wir wieder einen Prozess vor uns haben. Der letzte Paragraph ist reformiert worden. Jetzt ist die Frage schon angekündigt worden, dass dieser A reformiert werden müsste. Wie sollte der reformiert werden? Also was für Möglichkeiten gibt es da? Gibt es da Vorschläge? Also ich hoffe, dass ich, wenn die Frage an mich gerichtet war, dass ich heute auch ein paar gute Tipps mitnehmen kann. Deswegen laden wir auch so ein tolles Podium ein. Vor allem das Schwierige ist ja diesmal, die Frau Professor Felsen hat schon gesagt, diese Rechtsprechung, die entstanden ist, ist aufgrund eines Satzes entstanden, der nicht im Gesetz so steht, sondern der in den begleitenden Materialien steht. Begleitende Materialien sind jedes Gesetz, das wir beschließen, hat hinten so eine Art Kommentierung. Ja. So, eine Kommentierung kann man halt schwer ändern. Ein Gesetz kann man ändern, aber eine Kommentierung nicht. Das macht es schwierig. Und daher ist diese Novelle, finde ich, deutlich schwieriger als die beim 278 Arbeit. Da hat man gesagt, wenn man einen Teil streicht, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit des Missbrauchs. Jetzt ein Gesetz, das den Missbrauch nicht im Wortlaut hat, sondern der Missbrauch dadurch möglich wird, dass es eine Kommentierung gibt, ist wahrscheinlich schwieriger zu ändern. Meine Überlegung wäre, und das würde ich da mal zur Diskussion stellen, dass man im Gesetz klar zum Ausdruck bringt, dass bei dieser Zweck-Mittel-Relation, wo es um die Frage der Sittenwidrigkeit geht, hineinnimmt, dass das, was nämlich in der Kommentierung steht, dass es einen Rechtsanspruch geben muss, damit eben das Ganze straffrei wird, dass man festhaltet, dass das unabhängig vom Rechtsanspruch sein muss. Die Frage ist, ob das funktioniert. Ich würde genau die Frage jetzt an das gesamte Podium stellen, wie Sie das sehen. Was muss reformiert werden? Muss was reformiert werden an diesem Paragraphen? Also, ich würde die gleiche Runde nochmal von vorne. Also meines Erachtens muss gar nichts reformiert werden, aber ich habe mir das jetzt auch nicht überlegt, aber an sich könnte man reinschreiben, die Ausübung verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte kann niemals die guten Sitten widerstreiten. Ich meine, das wäre zwar widersinnig, wenn man sowas reinschreiben muss, aber beim OLG ist das offenbar notwendig. Und jetzt eins schon auch, ja, und ich in dem Punkt freue ich mich sehr auf das weitere Verfahren. Ich habe zur Berufung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine 22-seitige Gegenäußerung ausgeführt.
wo er auf, weiß ich nicht, zwei Seiten strafrechtliches Argument aufgegriffen habe, das vom OLG dann gewürdigt wurde, und der Großteil ist dann EMRK, Entscheidung Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, auf, obe, ohne. Und man muss sagen, also anerkennend an diesem Urteil ist, man muss es zusammenbringen auf 101 Seiten, das muss man echt intellektuell einmal schaffen, wo es genau um dieses Thema geht, kein einziges Mal die offenkundigen Pfui-Wörter wie Menschenrechte, wie Europäische Menschenrechtskonvention, wie Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, wie Verfassung, wie Versammlungsfreiheit, wie Meinungsfreiheit. Es wird nur von legalen Protestaktionen gesprochen, was ein rechtstechnischer Blödsinn ist. Ja, entweder das ist eine Versammlung oder trotz ausführlicher Thematisierung hat es das Oberlandesgericht, und das ist eine wirkliche Leistung, auf über 100 Seiten geschafft, diese Worte nicht einmal zu erwähnen. Ja? Ich meine, Sie können nur eines schreiben, ist ein Blödsinn, weil, zwei Sätze dazu, nichts. Das zu ignorieren, spricht sehr, sagen wir mal, für den Geist dieser Entscheidung, und auf das, was ich mich auch schon freue in der nächsten Runde, das wird jetzt vielleicht ein bisschen rechtstechnisch, aber schreiben es ein paar Seiten herum, dass gerade bei der Frage der Nötigung ja ein subjektiver, objektiver Maßstab anzuwenden ist. Also nicht nur der Wortlaut, sondern es hängt an der konkreten Situation, wie ist das zu verstehen, das kann konkludent sein, das hängt von der Situation ab, schreiben es herum. Ich habe gewisserweise in der Gegenäußerung schon eingeschrieben, wenn ich vertrete eine Mandantin, die sich eine Aktie gekauft hat bei SK, da dort zur Aktionärsversammlung hingefahren ist und eine Rede gehalten hat. Das wird ihr jetzt als versuchte Nötigung angelastet. Und folglich, wenn das von den konkreten Umständen abhängt, da waren 400-500 Leute, ist das eine klasse Geschichte, dann hat man 400-500 Tatzeugen. Die habe ich bereits im Vorfeld jetzt schon angekündigt, dass ich die beantragen werde. Weil wenn es auf die konkrete Situation ankommt, dann sind alle, die dort bei der Aktionärsversammlung gesessen sind, zu befragen, wie sie denn das so insgesamt befunden haben. Ob das sozusagen, da schreibt das OLG als letzten Satz, ohne Begründung, weil das braucht man in einer rechtsstaatlichen Entscheidung nicht. Für den zweiten Rechtsgang sei bereits jetzt angemerkt, dass es den von der Anklagten in Aussicht gestellten Beweisantrag auf Ladung und Vernehmen aller Vorstandsmitglieder und Aktionäre von Escada ebenso wie dem unter Beweis zu stellenden Umstand einer Umsatzsteigerung bei Bickel Kloppenburg an Entscheidungsrelevanz mangelt. Punkt. Nicht weil oder sonst was, obwohl vorher herumgeschrieben wird, es hängt von den Umständen ab. Also ich würde sagen, dieses Urteil wird nicht als herausragende Leistung in die österreichische Jurisprudenz eingehen. Und es ist auch keine, was ich zur Klarstellung auch noch sagen möchte, das ist nicht vom obersten Gerichtshof, und es ist ein Zwischenurteil, ein aufhebendes Urteil. Oberlandesgericht Wien hätte auch hergehen können, und das war wesentlich dramatischer, wenn sie einfach die Geschichte umdrehen und das verurteilen. Dem sind sie auch, ja. Das wollten sie offenbar doch nicht ganz und haben gesagt, nein, no, das erste Gericht hätte das und das noch machen müssen. Was bei einem Akt von 200.000 Seiten findet man immer ein Härchen in der Suppe, wenn man will. Also so weit sind sie nicht gegangen, dass sie das Ganze umgedreht haben und gesagt haben, das ist strafbar, sondern sie haben nur gesagt, das und das muss man sich noch anschauen, und so in die Richtung soll es gehen. Und also ich für meine Person werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass es in diese Richtung nicht geht, sondern dass man wie bei der ersten Runde, bei 78a, irgendwann dann einmal die Kurve nehmen. Das heißt, die Prognose für das Verfahren ist, für das Urteil? Ich habe keine Wahrsagerkugel, aber kommt drauf an. Ich werde um den Freispruch kämpfen. Zur Frage der Gesetzesänderung.
Ja, das interessiert mich auch, weil das heißt jetzt einmal, ich müsste nichts tun. Das würde mich aber eher beunruhigen als beruhigen. Ich würde lieber was tun. Weil ja. Vielleicht wollen Sie sagen, was. Also wir haben ja einfach das Problem, dass das Gesetz so obskur ist. Da mag man dann sagen, ja, in dem Moment, wo Verfassungsrechte von denen Gebrauch gemacht wird, dann ist das keine Nötigung. Aber wenn man sich die Kommentierung anguckt, das, was ich eben geschildert hatte, dass man sagt, auch Rechte, wenn sie missbraucht werden, um andere Ziele, also fremde Zwecke zu erreichen, und das gilt natürlich auch für Verfassungsrechte, wenn sie so missbraucht werden, haben dann über den 105 StGB sozusagen eine immanente Schranke. Diese Argumentation jedenfalls schließt das Gesetz nicht aus. Will man sie ausgeschlossen haben, also Beispiel, ich habe einen Nachbarn, den liebe ich nicht, und ich sage entweder, du ziehst aus, oder wir gehen mit unserer Montagsdemonstration jedes Mal vor deiner Haustür und machen da eine Mahnwache. Oder sonst irgendwas. Da ist sozusagen keine, wenn die Mahnwache sich nicht an ihn richtet und mit ihm nichts zu tun hat, sondern einfach ihn nur stören soll, wäre das sozusagen schon ein Missbrauch dieses Rechts, um ganz andere, nicht damit bezweckte Ziele zu erreichen. Das ist ja die Idee von den Leuten, die sagen, auch legale Mittel können unter Umständen, wenn sie zu solchen Dingen missbraucht werden, diesen Tatbestand erfüllen. Und schon aus diesem Grunde würde ich es, weil wir ja hier den Fall haben, sie werden nicht missbraucht. Also die Besonderheit des Falles liegt ja darin, dass die Rechte nicht missbraucht, sondern gebraucht werden. Aber das genau dafür ist der viel zu unbestimmt, um das zu klären. Also mir wäre lieber, der ist auch aus anderen Gründen verfassungsrechtlich unerträglich weit, mir wäre lieber, man würde diese Sinnwidrigkeitsklausel, man braucht eigentlich nur mal ein bisschen zu schauen, in das, was es an Rechtsprechung dazu gibt, so fassen. Es ist ja auch ein Unding, die Bestrafung davon abhängig zu machen, wenn es wirklich auf eine Abwägung ankäme. Dann macht das ja ernsthaft, also wenn man sagen würde, wie viel ist Tierschutz wert, wie viel ist die Geschäftsfähigkeit wert. Das entscheidet doch jeder anders. Und das ist sozusagen die zweite Offenheit dieser Sittenwidrigkeitsklausel. Auch wenn man nicht den Dreh macht, den das OLG gemacht hat, hat sie ganz viele offene Flanken. Und aus diesem Grunde müsste man versuchen, es zu präzisieren. Das heißt, das ließe sich machen, indem man einmal eine Vorschrift für illegale Mittel und illegale Zwecke und dann für legale und bei denen etwa reinschreibt, nur bei Inkonnexität. Ne? Also man würde zum Beispiel reinschreiben, wenn das angedrohte Übel zugefügt werden darf, also die Strafanzeige darf erstattet werden, die Demonstration darf ausgeübt werden, dann ist der Tatbestand der Nötigung nur dann erfüllt, wenn das Mittel nicht zweckmäßig, also das müsste man noch präziser formulieren. Aber das ist ja wieder. Ja, ja. Nein, man müsste, die Inkonnexität ist nicht offen. Ich kann Ihnen formulieren, wenn das ein milderes Mittel ist. Ne? Also es gibt es in deutschen Kommentierungen, es ist vorgeprägt. Das Zweite ist diese Vorschrift mit der Sittenwidrigkeit. Also wir haben in Deutschland eine ähnliche, die auch nicht viel besser ist, aber wie der Strasser sagt, etwas besser. Da heißt es, die Tat ist nicht rechtswidrig, wenn die Anwendung nicht verwerflich ist. Hier ist es sozusagen das Ausnahmeregelverhältnis umgekehrt. Ne? Die muss sittengemäß sein. Seit wann ergibt sich die Strafbarkeit aus den Sitten? Also das ist, warum muss die sittenkonform sein? Einmal, wie gesagt, wir können da nochmal drüber reden, aber den Begriff Sitte, der darf da nicht auftauchen. Da muss, wie beim Notstand, Abwägung von entsprechenden Interessen rein. Kann man noch drüber diskutieren, ist auch sehr heikel. Und es muss eine Sonderregelung für legale Mittel. Ne? Dann haben wir die Demonstrationssache raus. Ich glaube, ja? dass das gerade in dem Bereich so prekär ist, wo es genau um politische Anliegen geht. Ja. Weil die von vornherein
A, kein Rechtsanspruch darauf besteht, weil sonst würde ich nicht dagegen protestieren. So, die sind immanent. Ja. Ich protestiere gegen was, um was zu verändern. Ja, und damit bin ich schon sofort drinnen. Bei allen anderen Geschichten, wo darf ich jemanden mit einer Anzeige drohen, dass er mir es zurückgibt oder sonst, das ist ein ganz anderer Bereich. Ja? Ich glaube, man müsste, so wie bei 278a, das eben erheblicher Einfluss war, die Einfallspforte für alles, ja? Müsste man meines Erachtens generell sagen, alles was in Richtung das kann man auch, Grundrechte, man kann, ja, nämlich in Richtung politische Rechte geht, ist weg von dem. Das wird nicht diskutiert. Das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend, aber es wäre. Aber in allen auch anderen Bereichen kann man darüber diskutieren, ob das jetzt so schlimm ist. Aber in dem Bereich ist es ja notwendigerweise immer so. Und damit unterwirft man jede politische Betätigung, die auf Veränderung gerichtet ist, dass irgendein Richter sagt, du hättest das ein bisschen anders sagen müssen, das ist Sitten. Ich meine, das kann es nicht sein. Ich würde gerne die Frage nochmal irgendwie an den letzten Diskutanten am Podium noch stellen, irgendwie, ob dieser Paragraph reformiert gehört und wenn ja, wie? Naja, ich bin ja kein Jurist, obwohl man langsam einer wird mit dem Auseinandersetzung. Abendstudium. Aber ja, in diesem Paragraph 105 Absatz 2 wird eben darauf abgestellt, dass die Rechtswidrigkeit entfällt, wenn es eben nicht sittenwidrig ist. Im OLG-Urteil steht dazu, das bedeutet, das Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft muss das für okay befinden und die Rechtsgemeinschaft sind die billig und gerecht Denkenden. Und mit dem nächsten Satz sagt uns dann das OLG, was diese Rechtsgemeinschaft denn für ein Rechtsgefühl hat. Offenbar ohne sie zu fragen. Jetzt haben wir sie gefragt, die Rechtsgemeinschaft. Natürlich, ich weiß nicht, wir haben eine Umfrage machen lassen, also eine wissenschaftliche, repräsentative Umfrage mit auch einem Fehlerbalken und schön also der Bevölkerung eben entsprechend repräsentativ. Und natürlich kommt es da nicht vor, sind Sie recht und billig denkend? Das hätte man vielleicht am Anfang fragen sollen. Da greift sich normalerweise jeder auf den Kopf. Vielleicht ist man dann schon ausgefallen, dann bleibt nur das OLG über. Aber Faktum ist, dass zwei Drittel der Menschen in Österreich, und das ist sozusagen die kleinste Mehrheit, die wir zusammengebracht haben, zwei Drittel der Menschen, immerhin verfassungsgebend, sagt, Kampagnen zu führen, um Firmen unter Druck zu setzen, eine Änderung, zum Beispiel in unserem Fall eben dieses Belz, aber auch andere Änderungen. Wir haben Menschenrechte, wir haben zwei Fragen gehabt, einmal Belz und einmal generell Menschenrechte, Umweltschutz, Tierschutz. Beide Male hatten wir eine Zweidrittelmehrheit dafür, dass das geht. Das Wort Kampagne wurde verwendet. Dann haben wir es spezifiziert, wir haben extra 13 Fragen gestellt, damit man nicht sagt, ja, ihr hättet das fragen müssen. Dann haben wir auch gefragt, wenn man einer Firma androht, wir werden eure Kunden und Kundinnen informieren, dass ihr Belz verkauft und das kann euch natürlich einen Umsatzeinbuß bedeuten, außer ihr hört mit dem Belzhandel auf, also genau das, was hier konkret vorliegt. Da waren 3/4 der Menschen, die gesagt haben, das halten sie für okay. Die Frage ist übrigens, was ist okay, nicht? Also dieses seltsame Wort sittenwidrig haben wir ja abfragen müssen, weil sonst sagt uns der OLG-Senat, naja, sittenwidrig ist es nicht. Also was heißt sittenwidrig? Wir haben halt dann gesagt, moralisch verträglich. In Wirklichkeit ist, glaube ich, die legistische Definition moralisch, also dass es so weit gehen muss, dass es moralisch unerträglich ist, dass es sittenwidrig ist. Also nicht nur moralisch okay, sondern es muss unmöglich sein, wenn man das tut, also moralisch unerträglich. So weit haben wir ja gar nicht abgefragt, sondern wir haben also nur schon sozusagen die Grenze dort eingezogen, aber gesagt haben, es ist also nicht moralisch verwerflich. Und da waren eben 3/4 der Menschen der Ansicht, dass mit der Information von Kunden und Kundinnen zu drohen, um den Belzausstieg zu erreichen, nicht moralisch verwerflich ist. Und dann gab es noch einen gewissen Bereich von Menschen, die sagten, dazu haben sie keine konkrete Meinung.
Wir haben also riesengroße Mehrheiten, die man selten für Gesetze hat, die eindeutig sagt, dass dieses Vorgehen legitim ist. Ich weiß nicht, ob wir auf diese Weise die Rechtsgemeinschaft getroffen haben. Auffällig ist, dass die Menschen mit höherer Bildung das umso stärker sagen. Da haben wir dann bald 80-prozentige Mehrheiten. Ob das jetzt eher die Rechtsgemeinschaft trifft oder nicht, kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Da müsste man, ich weiß nicht wen fragen, aber grundsätzlich hat man natürlich auf Basis dieser Unbestimmtheit, was heißt jetzt, wer ist jetzt die Rechtsgemeinschaft, eine irrsinnige Rechtsunsicherheit. Und Rechtsunsicherheit, insbesondere bei solchen Dingen wie politischem Engagement, lädt ein zum politischen Missbrauch. Nicht? Da kommen halt sofort die Eliten, die eben einen Zugang zu dem als einem Machtinstrument haben und gehen gegen die vor, die ihnen auf die Nerven gehen, wenn es diesen Spielraum gibt. Das heißt, ich halte es daher schon für wichtig, dass es eine Gesetzesreform gibt, die diesen Spielraum einschränkt. Es muss irgendwie ganz deutlich und klar sein als OLG, wie kann man Kampagnen machen, wie kann man es nicht? Was ist jetzt endgültig der Status quo? Wo kann einem auch beim besten Willen von irgendwelchen mächtigen Gegnern und Gegnerinnen nichts angehängt werden? Das ist also daher ja, ein Plädoyer dafür, eine Gesetzesänderung zu machen. Also spannend finde ich die Debatte über die Reform des 278a. Also wer einen Paragraphen missbrauchen will, findet einen Weg zu missbrauchen. Das ist das Schwierige. Es gibt kein missbrauchssicheres Recht, weil der Missbrauch ist immer ein Missbrauch und ich kann nicht alle Eventualitäten ausschließen. Ich bin aber von der Reform überzeugt, ich glaube, dass wir das größte Einfallstor geschlossen haben, weil einfach Non-Profit-Organisationen natürlich viel schwieriger einen Bereicherungsvorsatz zu unterstellen ist, als der Wille, Einfluss auf die Politik auszuüben. Ja, glaube ich, dass es eine gute Reform ist, aber ja, wenn ein Paragraph missbraucht werden soll von der Staatsgewalt, dann wird sie das versuchen und allein die Anwendung 10.000 Mal aller dieser Paragraphen zeigt ja, wie groß der Wille ist. Also es gibt keine Garantien. Ich glaube nur trotzdem, dass die Reform in einem ganz, ganz wichtigen Punkt die Tür zugemacht hat. Ansonsten gebe ich da recht, die Reform der Nötigung wird ungleich schwerer, weil natürlich das Plakative, kriminelle Organisation und Tierschutz natürlich schon jetzt in der langläufigen Meinung Gott sei Dank in einem Widerspruch steht. Bei der Nötigung, was genau eine Nötigung ist, dafür gibt es, glaube ich, wenig Empfinden. Und daher wird es viel, viel schwieriger, das sehe ich auch so. Dann mache ich mal weiter. Also ich zunächst Vergleich der organisationsstrafrechtlichen Vorschriften in Deutschland und Österreich. So genau kann ich das ohne Gesetz die Unterschiede nicht festmachen. Ich bedenke bei uns noch, also ich bitte bei uns noch zu bedenken, dass es ja noch den 278 gibt und nicht nur den 278a, nämlich die kriminelle Vereinigung und es gibt auch noch die terroristische Vereinigung. Wir haben ja schon die Versuche erlebt, zunächst mal Uni Brennt damit einzubeziehen. Also die Gefahr ist bei uns so hoch. In Deutschland hat es in der Tat, meiner Erinnerung nach, sind die Vorschriften weiter. Aber vor allen Dingen haben wir auch ein ganz anderes politisches Spektrum. Das heißt, wir haben viele Gruppen, die sozusagen mehr oder minder auch militant seien es, dass sie wie Punks oder so ab und an mal am Rande der Demonstration dann irgendwie Schaufenster einwerfen oder so. Und das ist genau die Krux dieser Vorschriften. Deswegen reicht mir so eine Regelung, also eine Korrektur an dem 278 nie aus, weil ich denke, sie sind darauf angelegt, solche Straftaten, die am Rande passieren, irgendwie durch ein sehr merkwürdiges Konstrukt allen möglichen Leuten, die da nur, sagen wir mal, ganz normal zivilgesellschaftlich tätig sind, umzuhängen und zuzurechnen. Also sie bilden man bildet eine Organisation und sozusagen die, an deren Rand werden Straftaten begangen und allen, die irgendwie in dem Rahmen dieser Organisation tätig sind, haften am Ende dafür. Das ist die Gefahr solcher Delikte. Und deswegen, weil sie so in dieser Weise missbraucht werden können, habe ich ein prinzipielles Problem damit. Und die skandinavischen Länder hatten lange, das natürlich alles mit den Antiterrorpakten und Richtlinien, so ist es, das EU-Richtlinien ist es
zum Kippen gekommen, aber die haben lange sowas gar nicht gekannt und sind auch ohne das ausgekommen. Also es ist nicht unbedingt nötig, also man muss ja auch mal fragen, ist das denn überhaupt nötig, so eine Vorschrift, um irgendwas zu schaffen? Ist sie nicht. Zu der Demonstration wollte ich noch einen kurzen Satz sagen. In der Tat ist das ganz offensichtlich, das würde ich genauso sehen, die Auffassung des OLG, dass sie sagen, es gibt eine Grenze, die lässt sich nur nicht subsumieren, weil ja für Mahnwachen bereits entschieden ist, dasselbe wie für solche Demonstrationen. Es ist klar, das fällt alles noch unter Versammlungsfreiheit. Das ist ja auch vom Verfassungsgerichtshof in einer Sache auch mal entschieden worden. Also das diskutiert im öffentlichen Recht ja niemand, dass das verboten sein sollte. Deswegen können Sie das nicht offiziell anführen, aber ich glaube, das ist Erkenntnisleiden. Ich möchte eine Ergänzung machen. Natürlich gibt es die Lust und den Willen der Staatsgewalt, Gruppen, mit denen man keinen Umgang findet, die man nicht mag, zu kriminalisieren. Und dort, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ich wollte ein Beispiel erzählen, das jetzt gar nicht unmittelbar die Politik betrifft, aber das gut beschreibt. Es hat vor 2-3 Jahren eine Gruppe von Rapid Wien Fans gegeben, die sind nach einem Spiel im Hanapi-Stadion auf den Westbahnhof marschiert, weil dort die zurückkommenden Austria-Fans aus Linz, glaube ich, eingetroffen sind und wollten den Empfang nehmen. Was da genau passieren hätte sollen, liegt jetzt sozusagen im Dunkeln, ob das auf einen Konflikt angelegt war oder ob das sozusagen nur Machtdemonstration im Sinne einer Fankultur war. Das Ergebnis dieses Aufeinandertreffen war, dass ein Mistkübel geflogen ist und 2-3 Attacken auf Polizisten, aber sozusagen nicht viel mehr. Die Folge war ein Monsterprozess gegen, ich glaube, 120 Rapid-Fans, wo alle, die anwesend waren, nach dem Paragraf des Landfriedensbruchs verurteilt wurden. Das ist auch so ein mitgefangen Paragraf. Ja. Das heißt, auch die, die in der 10. Reihe gestanden sind, weil es ist konstruiert worden, der Landfriedensbruch ist auch so ein Lieblingsparagraf unter Anführungszeichen von mir, dass sich die Menge zusammengerottet hätte, ich glaube wortwörtlich heißt es Zusammenrottung, ja. Also man merkt schon, wer das kommt. Das war Aufstandsbekämpfung im 19. Jahrhundert, dieser Paragraph, zusammengerottet hätte, um gemeinsam in der Gruppe Straftaten gegenüber den Polizisten oder Austria-Fans zu begehen. Also nochmal, was ich nicht signalisieren will, ist, dass die Reform des 278a das Ende des staatlichen Missbrauchs sein wird, sondern dass wir in einem Paragraphen sozusagen ein gefährliches Einfallstor zugemacht haben. Ja, aber das heißt nicht, dass die Staatsgewalt, wenn sie es darauf anlegt, nicht die Fantasie und den Willen entwickelt, unbeliebte Gruppen, und sei es über so skurrile Paragraphen wie den Landfriedensbruch, zu kriminalisieren. Diese 120 sind alle verurteilt worden, ja? Manche zu unbedingten Haftstrafen, weil sie als sogenannte Redelsführer verurteilt werden. Nochmal, ich halte nichts davon, ich bin ein Fußballfan, ich halte nichts davon, dass man am Westbahnhof fährt und so weiter. Ja? Aber trotzdem, ich meine, die Reaktion ist mit härterster Hand, ja. Und ich sage, das Gleiche kann einmal bei einer Demonstration auch passieren. Also da ist man mit Sicherheit nicht geschützt. Also wir haben viel zu tun, ist die Botschaft. Ich würde gerne die Frage noch beantworten lassen. Da war, glaube ich, nach der Entschädigung der finanziellen, ob es da irgendwie was gibt und wie da der aktuelle Stand ist. Vielleicht kannst du das am besten irgendwie... Ja, also ich meine, es gab, wie auch immer das formal juristisch heißt, weiß ich nicht, aber jedenfalls eine Aufforderung an die Finanzprokuratur, pro Person 1,2 Millionen Euro zu zahlen in etwa. Davon waren gut 900.000, glaube ich, Verteidigungskosten und der Rest halt Schadenersatz, psychologisches Schmerzensgeld und Haftentschädigung und auch Verdienstentgang. Die Finanzprokuratur hat so reagiert, dass sie die U-Haft als zu entgelten aufgefasst hat und hat da eine, wie ich meine, relativ willkürliche Summe für die Verteidigung ausbezahlt, die, glaube ich, 14.000 Euro war. Und sonst 100 Euro pro Hafttag und einen gewissen Verdienstentgang. Aber sie haben sich geweigert, den Schaden für das Verfahren wieder gut zu machen, mit der Begründung, dass das Verfahren vom OGH, dass ein dringender Verdacht vom OGH bestätigt worden ist, was eigentlich für die Haft ja gilt, aber trotzdem, und dass das Verfahren
gerechtfertigt war, dass das Argument, das wir vorgebracht haben, vor allem, dass die Polizei eben uns vorsätzlich keine Akteneinsicht gegeben hat, weil sie genau wussten, dass wir dann von den, also in die Ermittlungsakten der Polizei, weil wir sonst gewusst hätten, dass es Spitzel gegeben hat und die Spitzelberichte gesehen hätten, wir hätten das schon während der U-Haft vorlegen können und dann hätte es die nicht gegeben und dann hätte es auch das ganze Verfahren nicht gegeben. Und das haben sie halt verworfen. Und da stehen wir jetzt sozusagen vor der Frage, ob wir da wirklich mit dermaßen großen Dimensionen klagen, weil jeder Prozesstag 40.000 Euro kostet und weil pro Person nehme ich auch noch und weil die dann natürlich wieder von einer anderen Stelle eingetrieben werden, wenn man die nicht zahlen kann. Also ist das potenziell sehr gefährlich. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt geklärt wird. Vielleicht gibt es noch etwas dazu zu sagen, aber das ist jedenfalls der Stand der Dinge. Also interessanterweise habe ich ja von dem Linguisten auch Geld bekommen, nicht? Also 35.000 Euro vom Linguisten, der dieses verrückte Gutachten gemacht hat, 1.250 Euro zu den Verteidigungskosten von der Richterin statt 900.000 und 26.000 von der Finanzprokuratur. Das ist also, ich hätte noch gerne zu anderen zwei Fragen was gesagt. Ja, beziehungsweise die eine ist noch offen, ist glaube ich die Möglichkeit da, ob es irgendwie für die Polizei, ich glaube, da war noch irgendwie eine offene Frage. Ja, da war eine Frage, die kann ich beantworten, und zwar Amtsmissbrauch. Das Problem ist, Martin und ich haben, glaube ich, die Anzeige gemacht, oder habe ich es allein gemacht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls, aufgrund der Aktenkundigkeit, ist ja kein Geheimnis, dass wir gemeinsam daran gearbeitet haben mit noch einigen Leuten. Das Problem bei der Einstellung war, dass für einen Amtsmissbrauch Wissentlichkeit verlangt wird. Und dass sie sagen, naja, die Wissentlichkeit ist nicht beweisbar, möglicherweise haben sie das falsch eingeschätzt, dass sie das vorlegen hätten sollen, weil die Frage der Relevanz fürs Verfahren offen ist. Deswegen ist der Amtsmissbrauch ja auch schwierig, genau, umzusetzen. Aber bemerkenswert ist, dass die Erstrichterin im Urteil geschrieben hat, dass der Chef der SOKO gelogen hat. Sie hat sogar explizit gesagt, das kann kein Missverständnis gewesen sein. Und die Staatsanwaltschaft hat aber trotzdem gesagt, wir verfolgen das nicht wegen falscher Zeugenaussage. Ja. Der Richter übrigens, der letzte von diesen dreien, wie wir Akteneinsicht verlangt haben, nicht? Da hat ein Gericht gesagt, sie haben uns gefälligst Akteneinsicht zu geben, die haben es nicht gemacht, dann haben wir ein Jahr später das nochmal gemacht, wieder nicht und dann ein Jahr später nochmal und dann war jeder Prozess vorbei. Und dieser Richter hat hineingeschrieben, es gibt leider keine Durchsetzungsmöglichkeit subjektiver Rechte. Irgendwie so eine Art Bankrotterklärung des Gerichts. Ich sage, ich kann leider die Polizei nicht zwingen, wie soll ich das machen? Und daher muss man sich sozusagen damit begnügen, dass das Gesetz nicht eingehalten wird. Das ist schon beeindruckend. Da hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland zum vergleichbaren Fall das so gelöst, dass die gesagt haben, na, wenn die Akten nicht herausgegeben werden, dann dürfen die Gerichte nur auf Basis der Akten entscheiden, in die auch Einsicht erteilt worden sind. Das heißt, es darf keine Haftentscheidung ergehen, die auf sich auf die verdeckten Akten stützt, aber sondern nur verdeckten Akten werden entlastet gewesen. Das heißt, das Entlastende haben sie uns nicht gezeigt und das Belastende haben sie uns sehr wohl gezeigt. Sie haben eh ohne diese Akten entschieden, könnte man sagen. Dann haben sie eh ohne die entschieden. So vergleichbare Probleme hat es ganz viele auch im Terroristenprozess. Ja. Da gibt es noch ein Statement, ich bitte mich kurz zu fassen, es ist nämlich schon 9 Uhr. Ja. Und dass wir danach einfach irgendwie vielleicht abschließen. Ich glaube, die meisten werden noch da sein, falls man ihnen direkt Fragen stellen mag und die beantworten. Also ist das so ein Schlussstatement schon, oder? Ja. Oh je. Die Zeit ist schnell vergangen. Gut, ganz kurz nur zur Frage, ob diese IFES-Sache ins Leere geht. Also meine Überzeugung ist, dass diese Personen, vielleicht auch der soziale Umkreis dieser Richterin, eine vollkommen falsche Vorstellung hat von der Realität. Ich habe das in verschiedensten Gesprächen herausgehört. Zum Beispiel wurde mir gesagt, es ist doch klar, dass die große Mehrheit der Menschen Belz vollkommen normal findet und euch für vollkommen verrückt. Also so etwas zu fordern, ist doch so irreal und so irrwitzig und so weiter, obwohl es lustigerweise ja im Gesetz verboten ist, das in Österreich zu produzieren. Und da haben wir eben auch diese Umfrage gemacht und da sehen wir eben riesige Mehrheiten, die für ein explizites Handelsverbot sind. Also die große Mehrheit, mehr als 2/3 der Menschen, 3/4 der Menschen in Österreich sind der Ansicht, man soll jedem in Österreich verbieten, einen Pelzmantel zu kaufen. Das ist doch ein ziemlich starkes Statement. Möglicherweise beeindruckt das die Leute nicht, weil sich denken, die sind halt alle irre außer uns. Aber interessant eben die These, dass
dass Sie selbst wissen, was die Rechtsgemeinschaft ist, oder zumindest wie die Rechtsgemeinschaft sein sollte. Vielleicht sind Sie der Ansicht, der Mensch sollte eigentlich pro Welt sein, aber es entwickelt sich ja trotzdem irgendwie, nicht? Es gab auch den Streik wurde als Nötigung verfolgt und ist nicht mehr so. Also irgendwie entwickelt sich's und die Hoffnung ist halt, dass das irgendwann einmal auch in diese Gerichte diffundiert. Interessant ist ja auch, wenn man Martin Luther King liest, der sagt ja explizit, dass er die Demonstrationen in seinen Bürgerrechtsbewegungen in den Südstaaten der USA so anlegt, dass sie möglichst wirtschaftsschädigend sind, damit man ihnen zuhört und sie an den Verhandlungstisch bittet, weil das einfach wehtut. Das schreibt er ganz explizit hinein, ist aber jetzt ein Heiliger. Ich vermute, auch die Richterinnen des OLG würden ihn nicht wegen Nötigung einsperren wollen. Damals vielleicht schon. Ja, aber es ist interessant. Also Wie stehen Sie zu dem? Der schreibt das ganz explizit, ja. Also wir machen extra zu Ostern, dort, wo der meiste Handel läuft, dann sollen die lautesten Demos sein, damit der Handel einen Schaden nimmt. Also das ganz, ganz deutlich. Abschlusswort. Ich habe lustigerweise in der Österreichischen Bauernzeitung des Chefredakteurs Editorial gelesen. Dort steht drin, zum Glück ist es so, dass die Grünen nicht mehr die Angeklagten unterstützen und dass auch sich sonst niemand mehr einen Hahn danach kräht. Und deswegen wird jetzt einfach von den Gerichten entschieden, was immer schon hätte sein sollen. Und jetzt geht es in die richtige Richtung, lustigerweise. Das als sozusagen Aufruf, das nicht zuzulassen und nicht einschlafen zu lassen, sondern eben im Gegenteil, wenn wir uns langsam dem Frühjahr nähern, wo dieser Prozess 2.0, die Neuauflage, kommen wird, dass man da eben mobilisiert und wieder laut wird, so laut, wie wir vorher waren, und dass wir eben zeigen, dass wir diese Leute, mich betrifft es ja eigentlich nicht mehr, ich bin insofern auch mittlerweile ein Außenstehender, der das unterstützt und solidarisch ist, dass wir eben die nicht im Regen stehen lassen. Ja, ich ganz kurz zum Abschluss noch, mir liegt noch so ein bisschen am Herzen, einfach ein bisschen zu schildern, was die Perspektive der Justiz, wie die sich von der Gesellschaft unterscheidet, und das sehe ich ähnlich wie Herr Balluch, und auf welche Weise man eigentlich nur auf die Justiz Einfluss nehmen kann. Die Justiz ist tatsächlich aus meiner Sicht eine ziemliche Parallelgesellschaft, eine abgeschlossene Parallelgesellschaft, die ihre Sicht für sich sind und sich gegen hermetisch so ein bisschen gegen Dinge abschotten. Mir ist das aufgefallen, wir beide sind ja gewesen in Attersee, Weißensee, ich weiß nicht mehr genau, bei dieser Konferenz. Die Selbstwahrnehmung der Justiz zu dieser Geschichte, zu anderen Geschichten, war immer nur die, wir haben ein Darstellungsproblem. Und alle, die kritisiert haben, das waren sozusagen von vornherein Leute, mit denen man eigentlich gar nicht mehr am Tisch sitzen will und reden will. Das Gute an dem Verfahren in der Vergangenheit ist, dass es da schon gelungen ist, diese Parallelgesellschaft ein ganz wenig anzuknacken. Mehr ist nicht gelungen. Aber sonst wäre es auch nicht mit dem Freispruch gefolgt. Man kann deswegen nur sagen, zwei Wege, also eine interne juristische, dogmatische Debatte, der lege ich nur dann, auf die vertraue ich nur dann, wenn sie eine gesellschaftliche Unterstützung hat. Sonst wird die überhaupt nichts bringen in diesen Zusammenhängen. Zwei Wege, die Gesetze so eng schneiden, dass diese Parallelgesellschaft wenig Spielraum hat. Zweiter Weg natürlich, sie öffentlich anzuknacksen und auch zu versuchen, etwa nicht nur Richterausbildung, sondern auch Richterberufung mal nicht mehr so selbst sich generierend zu schaffen, sondern eben von außen Einfluss nehmen als Gesellschaft. Ich mache es kurz, der Bauernbund glaubt offensichtlich nicht nur, dass er die Strafgesetze in dem Land machen kann, sondern er glaubt auch zu wissen, wen die Grünen unterstützen oder nicht. Dass wir hier sitzen, ist wohl der Beweis des Gegenteils. Also so wie sich der Bauernbund bei den Strafgesetzen geirrt hat, irrt er sich auch in dieser Ansicht. Und er irrt sie noch viel öfter. Auch da wird er noch drauf kommen. Ich würde sagen, wir basteln einfach, das sehe ich jetzt als meine Aufgabe, neben der Unterstützung und der Begleitung auch weiterer Verfahren, so wie wir es bisher gemacht haben, wir basteln an einem Novellierungsvorschlag und bohren die harten Bretter weiter.
Ganz kurz zum Abschluss wünsche ich gutes Gelingen beim Bohren. Wobei ich mir denke, wenn man das breiter anlegt mit Streik, ja, und das so X-Definition sagt, diese politischen Tätigkeiten können ausgenommen in einem Absatz 3 oder wie auch immer, glaube ich, bringt das Bohren vielleicht doch was. Das ist das eine. Und das zweite ist, kann ich mich nur anschließen als Verteidiger, der noch in die nächste Runde geht. Ich glaube, es ist eine gute Einschätzung, es wird einen Unterschied machen, wie der Prozess von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und ich denke, wann das Thema ist, Kriminalisierung der Zivilgesellschaft, dann muss die Zivilgesellschaft auf eine versuchte Kriminalisierung der Zivilgesellschaft reagieren.